Hallo, ich bin der 20-Uhr-Vortrag. Wie ich sehe, sind sehr viele interessierte Leute hier. Mein Name ist Henrik Plötz. Ich bin schon auch ein bisschen länger unterwegs. Ich habe meine eigene Firma gegründet, bin Informatiker und Sicherheitsforscher, wie man heutzutage so schön sagt. Mein erster Kongressvortrag war, glaube ich, auf dem 26C3, ist auch schon ein paar Jahre her. Prinzipiell sind die Themen, mit denen ich mich beschäftigt habe, RFID-Systeme, Zutrittskontrolle, dementsprechend Kommunikationsprotokolle, Verschlüsselung, Kryptografie. Ich arbeite gerade sehr viel für Geld, oder zumindest arbeite ich sehr viel, um ein bisschen Geld zu kriegen. Hin und wieder habe ich aber auch mit Open-Source-Projekten zu tun, die man dann auch online findet. Und dann habe ich auch noch einen Twitter-Account, wo ich mich ab und zu mal mit Blockchain-Verfechtern anlege. Bisher hat mir niemand so richtig, also schlüssig erklären können, warum man den Unfug brauchen sollte. Das ist entfernt mit dem Thema hier verwandt. Ich komme gleich darauf, wie wir dazu kommen. Aber erstmal der Form halber und, weil ich dieses Bild so schön finde, eine kurze Einführung, was denn eigentlich ein Zeitstempeldienst ist. Dieses wunderschöne deutsche Wort. In diesem Fall will ich mich auf digitale Zeitstempeldienste beschränken, auch wenn ich den Zeitstempel sehr schön finde, den ich auf der Wikipedia gefunden habe. Es geht darum, dass wir eine Eingabe in digitaler Form haben, eine beliebige Zeichenkette, ein Datensatz gleich eine ganze Datei und einen Zeitstempel zurückkriegen, große Überraschung. Der wichtige Punkt daran ist, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt, wenn ich Eingabe und Zeitstempel habe, einer dritten Partei gegenüber etwas beweisen kann. Das sind die drei wichtigen Punkte, um die es hier immer geht. Ich brauche sowohl die Originaldatei als auch den Zeitstempel, den ich zurückgekriegt habe. Es geht natürlich um Zeitversatz. Und es ist eine dritte Partei, die nicht ich bin und nicht der Zeitstempeldienst ist. Also ich weiß, dass der Zeitstempel echt ist, der Zeitstempeldienst weiß das mutmaßlicherweise auch, sondern ich muss es jemand anderem beweisen können. Und was ich beweisen möchte, ist Datum beziehungsweise also Datum und Uhrzeit in der Regel, wann der Zeitstempel erstellt wurde. Oder im vereinfachten Fall die Erstellungsreihenfolge, also dass etwas vor etwas anderem passiert ist. Und der zweite wichtige Punkt natürlich, dass die Datei seitdem unverändert gewesen ist. Dass ich mir also nicht einfach einen frischen Zeitstempel genommen habe, so wie das bei dem mechanischen vielleicht noch funktionieren würde, und den auf eine alte Datei neue Datei getan habe. Warum man sowas machen möchte, werde ich dann auch immer mal wieder gefragt. Also der trivialste Fall sind dann zum Beispiel Audit-Logs, mit denen ich, wo ich sicherstellen möchte, dass die Daten nachträglich nicht verändert worden sind. Ganz modern sind das in Deutschland zumindest wegen Steuern und so diese Signatursysteme in den Kassen. Also im Bereich der Finanzbuchhaltung, um das Radierverbot auch digital umsetzen zu können, möchte ich sicherstellen, dass die Datei oder die Datensätze, die ich damals aufgezeichnet habe, nicht nachträglich verändert werden, nämlich genau in dem Moment, wenn der Steuerprüfer vorbeikommt. Verbreitetste Einsatz von digitalen Zeitstempeldiensten, sicherlich jeder von euch benutzt das, ist im Falle von Signaturen, insbesondere bei Software-Signaturen. Jedes moderne Betriebssystem erfordert, dass alle Software, die ausgeführt wird, signiert ist, oder zumindest die meiste Software. Und diese Signaturen erfordern in der Regel einen zusätzlichen Zeitstempel. Sie müssen nicht nur nachweisen, die Software muss, das Datenpaket muss nicht nur nachweisen, dass es vom korrekten Herausgeber signiert wurde, sondern auch, wann es signiert wurde. Das hat einen sehr lustigen und für mich, als ich es gelernt habe, überraschenden Grund. Es geht um die mögliche Kompromittierung von Schlüsseln und das Zurückziehen von Schlüsseln. Im allgemeinen System, im Internet, bei Webseiten haben wir das mit dem Zurückziehen immer noch nicht so richtig gelöst. Bei Zertifikaten, die für Software-Signaturen verwendet werden, ist das aber ein sehr wichtiger Punkt. Wenn ich, wo gab es denn neulich das Beispiel? Ich glaube, das war das Windows Whiteboard. Wenn ich eine Software digital signiere und mit dieser Signatur ausliefere,
das Betriebssystem beim Starten diese Signatur prüft und die Software verhindert auszuführen, wenn die Signatur nicht stimmt. Und dann jemand den privaten Schlüssel kompromittiert, ich also den Schlüssel zurückziehen muss, würden im normalen Fall sämtliche Signaturen, die mit diesem Schlüssel gemacht worden sind, ungültig. Das ist das, wie wir es normalerweise verwenden. Wenn man seinen GPG-Schlüssel verliert, dann veröffentlicht man einen Rückruf, einen Schlüsselrückruf und sämtliche Signaturen, die mit diesem Schlüssel gemacht worden sind, werden nicht mehr akzeptiert. Das ist bei Software scheiße, wenn ich da nicht mehr ausführen kann. Deswegen erfordern alle modernen Betriebssysteme, dass man noch einen Zeitstempel dran tut, der beweisen soll, dass die Signatur zu einem bestimmten Zeitpunkt, genauer gesagt vor einem bestimmten Zeitpunkt stattgefunden hat, nämlich vor der Kompromittierung. Auf diese Weise kann ich sagen, der Schlüssel ist ab heute kompromittiert, aber alle Signaturen, die vorher gemacht worden sind, bleiben weiterhin gültig. Welcher Mechanismus es ist, zeige ich gleich noch. Deswegen verwenden tatsächlich alle modernen Systeme bereits Zeitstempel als Teil ihrer Funktionalität. Wofür es auch noch schön ist, eine der möglichen Dinge, wo man immer mal wieder drauf kommt, ist, dass man dann keinen Notar mehr braucht, bei dem man sein Patent hinterlegt oder überhaupt die Patentschrift, wenn man einfach nur darstellen möchte, dass man etwas zu einem bestimmten Zeitpunkt wusste. Das wird mir dann auch immer gesagt, ja, das tue ich in einen Umschlag, hinterlege das bei meinem Notar und wenn es dann zum Rechtsstreit kommt, wer die Idee als Erster hatte, dann sagt mein Notar, das war das schon. Das kann man digital tun. Dann erzählen mir Leute aber immer wieder, ja gut, dann nehmen wir halt eine Blockchain. Was ist eine Blockchain? Blockchain ist, viele Leute, die Blockchains immer wieder verwenden wollen, können es nicht ordentlich erklären. Was eine Blockchain eigentlich ist, ist ein verteilter Konsensmechanismus. Das ist die Kernfunktionalität. Es ist ein sehr interessantes, faszinierendes System, das tatsächlich eine schwierige Eigenschaft erfüllt, nämlich byzantinische Fehlertoleranz, ohne zentrale Autorität. Aber was es inhaltlich in seinem Kern tut, ist Konsens zu finden über die Reihenfolge von Aktionen. Das ist bei Bitcoin, bei all diesen Kryptowährungen halt sehr interessant, wenn es darum geht, welche Abbuchung zuerst stattgefunden hat. Und auch an der Stelle wichtig, dass man ein verteiltes System hat, weil derjenige, der die Hoheit darüber hat, in welcher Reihenfolge Aktionen ausgeführt werden, kann an der Währung herummanipulieren. Verbrennt aber im Nebeneffekt mal eben einen Norwegen an Strom. Im Falle von Bitcoin. Oder, um das umzurechnen, der deutschen liebste Einheit, das sind ungefähr 16 Saarland. Wie kam jetzt der Anstoß zu dem, was ich machen wollte? Es war ein Tweet vor, es sind jetzt auch schon 2 Jahre her, da kam was dazwischen. Es war auch keine Easter Hack seitdem, von daher ist okay. Andreas hatte gepostet, dass man in einer ordentlichen digitalen Gesellschaft digitale Notariate hätte. Genau dieses, was ich tun will. Ein Zeitstempeldienst, man schickt seine Daten hin, kriegt einen Zeitstempel zurück, fertig ist der Affe. Braucht man nicht mal Blockchains vor, dem voran ging das, ich weiß nicht, die meisten erinnern sich noch daran, 5 ist Trumpf. Die 5 Blockchains, eine wunderbare Zeitungsente, aber die Geschichte ist so schön, dass sie sich immer wiederholt hat. Es gibt dieses 5-Blockchain-Produkt, aber es hat nichts mit dem Impfpass zu tun. Die Firma macht tatsächlich sowas Ähnliches, also sie stellen als Service bereit, dass sie einen Zeitstempel bereitstellen für Sensordaten oder alles Mögliche, was man reintun möchte, und diese dann in einer Blockchain verankern. So, was möchte ich haben? Ich möchte einen digitalen Zeitstempeldienst. Das haben wir jetzt mitgekriegt. Ich möchte, dass der frei verfügbar ist. Die Grenzkosten sollten im besten Fall gegen Null gehen. Das ist nicht bei allen Alternativsystemen so. Ohne den Planeten zu verbrennen. Keine großen Blockchains erlaubt. Das richtig Wichtige, finde ich, ist, dass kein Vertrauen in den Betreiber notwendig sein sollte. Ich schränke das gleich ein. Der Betreiber muss nicht vertrauenswürdig sein in dem Sinne, dass er nicht betrügt, weil jeder nachgucken kann, ob der Betreiber betrügt. Er sollte aber so ein bisschen, wäre schön, wenn er nächstes Jahr noch da ist und den Dienst weiterhin anbietet. Das ist so die einzige Art von Vertrauen, die ich möchte. Und als Bonus, alle Dinge, die ich mir überlebe, sollten offline verifizierbar sein. Auch nicht immer gegeben.
Dann kommt die Frage, warum benutzt du nicht X? Wir gehen mal ein paar X durch. Das älteste, weitverbreitetste ist ein Internetstandard aus der X500-Reihe. Das ist tatsächlich ein Zeitstempeldienst, wie man ihn sich vorstellt, wenn man so ein ISO-Komitee ist. Es gibt eine oder mehrere Autoritäten, eine Timestamp Authority. Die ist vollständig vertrauenswürdig. Der schickt man einen Datensatz und die macht einen Stempel drauf, der wird digital signiert, enthält die aktuelle Uhrzeit nach bestem Wissen und Gewissen. Und damit bestätigt diese Autorität Kraft ihrer Wassersuppe, dass dieser Datensatz zum Zeitpunkt XY vorlag. Wenn man den öffentlichen Schlüssel dieser Autorität kennt, kann man diesen Zeitstempel offline verifizieren. Schön, das ist schon mal guter erster Ansatz. Die Systeme, die ich vorhin beschrieben habe, Code-Signing, verwenden alle solchen Standard. Wenn man mal in seinem Adobe Acrobat rumfummelt, dann kann man da irgendwo sehen, da kann man die einstellen. Die großen Certificate Authorities bestreiben solche Dienste, wollen teilweise dafür Geld sehen. Da sind wir dann schon wieder bei den Grenzkosten. Und was ich total doof finde, es ist halt man muss vollständig der Autorität vertrauen. Was auch immer die Autorität drunter schreibt, gilt. Wenn die sich irrt, gilt das halt trotzdem. Wenn jemand da vorbeigeht und dem Administrator ein bisschen Geld in die Hand drückt oder eine Waffe an die Stirn, gilt das halt trotzdem. Wie wird man das los? Da gab es auch schon länger eine Idee. Und mit länger meine ich wirklich länger. Sogenannte Linked Timestamps. Also jetzt kommen wir ungefähr in die Richtung. Hier oben, Blockchain-Leute würden jetzt Blockchain schreien, aber es ist halt einfach eine Hash-Chain. Wir tun halt die Dokumente der Reihe nach rein und hashen jeweils den vorherigen Zustand mit dem neuen Dokument und kriegen einen aktuellen Zustand. Und ab und zu schreiben wir dann das Ergebnis irgendwo hin, wo man es lesen kann, zum Beispiel in einer Zeitung. Das gibt es schon einige Zeit lang auch als kommerzielle Dienstleistung. Diese Verankerung nennt man das. Diese Verankerung in der Zeitung ist der wichtige Aspekt daran. Denn ein Hash führt dazu, dass ich, wenn ich den Hash kenne, rückwärts weiß, dass sich nichts davor geändert hat. Ich muss den Hash aus einer vertrauenswürdigen Quelle haben. Das ist mein Anker, mein Vertrauensanker. Und wenn ich weiß, dass diese Quelle nicht verändert worden ist, nicht manipuliert worden ist, kann ich mathematisch oder kryptografisch mit guter Wahrscheinlichkeit annehmen, dass seitdem auch nichts dahinter verändert worden ist. So ein Hash wirkt also immer rückwirkend. Die Idee dabei ist, das in die Tageszeitung zu drucken, dass es davon wirklich viele Kopien gibt. Das heißt, wenn wir dann, wir sind wieder bei der dritten Partei, wir haben in der Zukunft einen Rechtsstreit. Ich möchte jemandem beweisen, dass ich einen bestimmten Zeitstempel vor Datum X erhalten habe. Ich habe das am 1. Januar schon gewusst. Gehe ich in die Staatsbibliothek, hole mir die Zeitung vom 5. Januar. Da ist der Hash drin. Und dann kann ich halt von diesem Hash rückwärts bis zu dem Datum rechnen, von dem ich den Beweis erstellen möchte. Die Gegenseite ist nicht in der Lage, eine Zeitung vom 5. Januar zu mehr als eine Zeitung, gut, sie könnte jetzt versuchen, eine Zeitung zu fälschen, aber die müsste sie dann halt in allen Bibliotheken positionieren zum Beispiel. Das ist ein bisschen schwierig, also und illegal. Das Konzept gibt es schon lange, sagte ich. Nicht mehr sehr viele von euch werden sich an das ewige Logfile von Lutz Donnerhacker erinnern. Ich habe hier mal einen Screenshot aus dem Internet-Archive ausgraben müssen, weil das jetzt nicht mehr ganz online ist. Der Screenshot ist von 1998. Der setzt genau dieses Prinzip um. Man kann etwas hinschicken und das wird mit dem aktuellen Wert zusammengehasht und der aktuelle Hashwert veröffentlicht. Der Nachteil hieran, also das eine ist der Trade-off, was die Performance angeht. Diese kommerziellen Dienstleister wollen in der Regel Geld sehen, weil das Performance-Dinge nach sich zieht. Und der zweite Nachteil ist, dass eine Verifizierung, selbst wenn ich den Vertrauensanker habe, meistens eine Online-Verbindung zum Zeitstempeldienstleister benötigt. Also selbst wenn ich den Hash aus der Zeitung habe, der Hash hier ist halt sehr kurz, brauche ich noch alle Zwischenschritte, um am Ende einen durchgehenden Weg zu zeichnen von dem Hash, den ich kenne,
von dem Hash, den ich kenne, zu dem Dokument, zu dem ich kommen will. So, jetzt kommt die nächste Fraktion und sagt, na ja, das mit diesen Zeitungen abdrucken, das ist ja auch teuer und überhaupt und sowieso, tun wir die noch einfach in die Blockchain. Sternchen-Blockchain, welche auch immer. Hat den Vorteil, wir sind weiterhin auf der Seite, dass wir kein Vertrauen in den Betreiber brauchen. Und den Vertrauensanker jetzt weit verteilen und durch Planetenverbrennen ersetzen. Deswegen finde ich alle Projekte, die das als Kerngedanken haben. Also ich fand den Slogan hier schon ein bisschen Open Timestamp aims to be a standard format for blockchain timestamping. Das ist halt genau, was ich nicht möchte. Deswegen fliegt das auch raus. Und das andere Projekt, die haben mir leider den Domainnamen habe ich mir so schön überlegt und dann hatte den jemand anders schon benutzt. Deswegen heißt meins anders. Ist halt auch genau das Gleiche und das tut es nicht mal in die Bitcoin-Blockchain, sondern in die Bitcoin-Test-Blockchain, die nicht als sicher zu betrachten ist. Für die Verifikation kann ich also jetzt mir die, ja? Also der Hinweis ist, dass Open Timestamp nur einen Hash in die Blockchain schreibt, das ist korrekt. Es ist korrekt, dass nur ein Hash in die Blockchain geschrieben wird. Das Problem ist, er wird in die Blockchain geschrieben. Also die Grenzkosten sind nicht null, weil die Blockchain betrieben werden muss. Jedes Projekt, das eine Blockchain im Sinne von Bitcoin mit Proof of Work benötigt, benötigt eine Blockchain im Sinne von Proof of Work wie Bitcoin. Es ist ja schön, dass neben den paar Bitcoin-Transaktionen, die da reinkommen, man seine eigene noch dazu tut. Es bedeutet aber trotzdem, dass man angewiesen ist auf das Gesamte drumherum. Das ist meine Kritik daran. Selbst wenn wir dann endlich mal verstanden haben, dass man sich von Bitcoin kein Brot kaufen kann, habe ich da halt immer noch diese Leute, die sich da so rangehängt haben. Und man darf halt leider nicht die Anzahl der Transaktionen, also zumindest sagen mir das andere Leute immer mal wieder, dass man nicht die Anzahl der Transaktionen durch den Stromverbrauch durch Anzahl der Transaktionen teilen darf. Es ist halt trotzdem 16 Saarland. Deswegen, das ist meine Kritik daran. Deswegen möchte ich das loswerden. Der zweite Punkt ist, dass ich den Vertrauensanker jetzt zwar verteilt habe, aber immer noch einen Weg dorthin brauche. Das heißt, um den Timestamp zu überprüfen, muss ich immer noch den aktuellen Zustand der Blockchain abfragen und dann irgendwie den Weg wieder zurückfinden zu dem Hash, den ich gerne haben möchte. Das ist halt gegebenenfalls, die Bitcoin-Blockchain macht halt, ich hab aufgehört zu zählen. Also ich hatte sie mal runtergeladen, aber es ist schon ein paar Jahre her, da waren es schon 200 Gigabyte. Es ist halt, wird halt nicht kleiner. Ein verwandtes Konzept tatsächlich auch, was sowas eigentlich dafür benutzt werden kann, was ganz schön ist, es wäre so ein Append-Only-Ledger. Das ist quasi die ähnliche Funktionsweise wie so ein Smart Contract, hast du nicht gesehen, alles drum und dran, aber man benutzt das einfach zentral. Das heißt, wir sparen uns den Konsensmechanismus, weil Konsens halt nicht nötig ist, haben trotzdem alle Funktionen einer normalen Datenbank. Mit der Zusatzfunktion, wenn ich an irgendeiner Stelle einen Vertrauensanker setzen kann, wenn ich den von irgendwoher kriege, aus der Zeitung, aus einem QR-Code, kann ich von dort aus rückwirkend alle Aktionen nachvollziehen und halt den aktuellen Zustand der Daten oder den Zustand der Datenbank überprüfen. Certificate Transparency ist ein Verfahren, was so einen Ansatz verwendet. Das ist auch das, was alle von euch benutzen. Alle modernen Browser erfordern, dass SSL-Zertifikate in einem Certificate Transparency Log hinterlegt worden sind, die genauso funktionieren. Man hängt immer an und es wird dann ein Merkle Tree gebaut, den erkläre ich gleich, mit dem man extern überprüfen kann, dass der Eintrag tatsächlich in dem Log enthalten ist. Im Falle von Certificate Transparency gibt es noch eine Anforderung, nämlich dass das CT-Log beweisen kann, dass es vollständig ist. Dass alle Einträge, die in dem Log enthalten sind,
auch öffentlich sichtbar sind, damit Leute, zum Beispiel Google oder doch, ich glaube, bei Google hat es angefangen, sehen können, ob eine CA Zertifikate für eine Domain ausstellt, für die es keine Domain-Zertifikate ausstellen darf. Also ein Certificate Transparency Log ist ein Append-Only-Ledger mit der Besonderheit, dass er Vollständigkeit beweisen kann. Amazon bietet sowas Ähnliches an und ImmuDB ist so eine Open-Source-Implementierung. Das ist, wo der Screenshot herkommt. Es ist halt eine vollständige Datenbank mit dem Feature, dass sämtliche Aktionen, die man durchführt, immer nur hinten angehangen werden. Und man dann, wenn man den aktuellen Zustandshash kennt, halt beweisen kann, dass zwischendurch nichts schiefgegangen ist. Dass zwischendurch niemand was manipuliert hat. Kann man auch als Timestamp-Service verwenden, indem man einfach immer nur die aktuelle Zeit reinschreibt, ist so ein bisschen over-engine, also ist ein bisschen doll groß und hat mehr Funktion, als ich wollte. Jetzt kommt der Einschub zur Erklärung, wie wir Merkle-Bäume, die ich noch nicht erklärt habe, benutzen. Dazu ein Satz, der Baum an dieser Stelle ist besser als eine Kette. Also, Hash-Chain ist das, womit wir gerade angefangen haben. Ich habe meine Einträge und hashe immer den aktuellen Wert mit dem vorherigen Wert. Das ist genau das ewige Log-File von eben. Während, wenn ich einen Baum baue, geht das nach oben weg. Warum ist das besser? Oder welche Eigenschaft erfüllt es besonders gut? Naja, nehmen wir mal an, ich wollte diesen Eintrag hier überprüfen. Ich habe den aktuellen Head-Knoten gegeben. Dann muss ich halt von hier nach da gehen, von da nach da gehen und von da nach da gehen. Das ist okay. Genau das Gleiche. Nehmen wir mal an, ich hätte diesen hier und habe den aktuellen Head-Knoten gegeben. Ich halt da, da, da. Es ist an diesem Beispiel gleich lang, es sind jeweils drei Schritte. Aber in den Tree passen schon mal gleich viel mehr Einträge rein. Der schöne Punkt ist, ich brauche bloß Logarithmus der Anzahl der Einträge an Zwischenschritten im Durchschnittsfall. Wenn ich also eine Hash-Chain mit 2000 Einträgen habe, muss ich halt im schlimmsten Fall 2000 Einträge durchgeben, bis ich angekommen bin. Wenn ich einen Hash-Tree mit 2000 Einträgen habe, brauche ich gegebenenfalls im Durchschnittsfall 11 Schritte, bis ich angekommen bin. Ist ein Unterschied. 2000 zu 11. Und das, was ich rechts aufgemalt habe, nennt man tatsächlich dann schon Merkle-Tree. Nichts mit der Raute zu tun, sondern Mathematiker mit dem Namen. Merkle-Tree zeichnet sich an der Stelle dadurch aus, dass er immer zwei Einträge zu einem neuen zusammenhasht. Also ich habe hier zwei Einträge, die werden zusammengehasht und ich kriege einen neuen. Zwei Einträge, Hash neu. Dann habe ich diese beiden Hashes als innere Knoten, hashe sie beide zusammen und kriege einen neuen. Und so komme ich dann immer weiter nach oben und habe irgendwann einen letzten Eintrag. In meinem Kopf als großen Durchbruch habe ich empfunden, als ich das Bild so gemalt habe. Ich schreibe jetzt die Zwischenhashes und den Endhash jeweils über den Eintrag, zeitlich gesehen, zu dem sie entstanden sind. Das heißt, wenn ich von links nach rechts immer weitere Einträge anhänge, kommen in diese Spalte dann jeweils die Zwischenhashes, die zu dem Zeitpunkt entstanden sind. Und dann kann ich Anhängen zeigen. Was wir nämlich jetzt haben, ist, dass dieser Baum immer größer wird, indem er nach rechts und nach oben wächst. Ich also einen Eintrag ranhänge, mache ich einen neuen Hash. Das war der einfache Fall. Hänge ich noch einen Antrag ran? Naja, da muss ich schon wieder ein bisschen was ändern. Und das wird dann gegebenenfalls immer ein bisschen schlimmer. Jetzt ändern sich mehrere interne Hashes, aber das Konzept bleibt das gleiche. Es gibt immer einen obersten Hash, der ganz rechts oben steht, und dann welche, die da drunter gehen. Und dieser Baum kann halt beliebig groß nach rechts werden. Was kann ich damit bauen? Wie komme ich von hier zu einem Zeitstempeldienst, der die ganzen Eigenschaften hat, die ich gerne haben möchte? Ich brauche zwei Arten von Beweisen. Und Beweis heißt in diesem Fall, dass der Betreiber, die Autorität, die jetzt nicht mehr so autoritär sein muss, der Betreiber jemand anderem Eigenschaften beweisen kann, nämlich einmal Konsistenz,
Und das zweite kommen wir gleich. Nehmen wir mal diesen Zustand an. Das ist der Merkle-Tree, wie er gerade ist. Hier ist der aktuelle Knoten. Ich kenne diesen Knoten. Der steht in der Zeitung zum Beispiel. Ich habe mir diesen Knoten gemerkt. Der ist jetzt mein Vertrauensanker. Jetzt gucke ich kurz nicht hin und der Baum sieht so aus. Es gibt einen neuen obersten Knoten. Und was ich jetzt gerne als Konsument, als Beobachter, als Monitor tun möchte, um nachzuweisen, dass der Betreiber mich nicht verarscht hat und hinten irgendwo was eingeschoben hat, ist, ich möchte beweisen, dass dieser neue rote Knoten eine echte Erweiterung von dem grünen Knoten ist. Welche Zwischenknoten muss ich dafür überprüfen? Ich habe das Bild einfach gemalt, es ist tatsächlich nur einer. Wenn ich diesen Knoten habe, ich wechsle mal kurz die Farbe, wenn ich diesen Knoten habe, kann ich, also ich nehme halt den Knoten, den ich schon kenne, den Knoten, der mir gerade bekannt gegeben wurde, kann ich die beiden hashen und komme zum neuen und weiß, dass der grüne Baum eine echte Untermenge des roten Baums war. Das war der einfache Fall, den habe ich gerade so genommen. Was ist denn, wenn ich jetzt von diesem Fall ausgehe und jetzt was Schlimmes tue und da noch einen ranhänge? Dann überkreuzen sich die Pfeile und es wird ein bisschen schwieriger, aber es gibt dann einen Algorithmus, es gibt immer einen Algorithmus, um herauszufinden, welche Knoten ich haben muss. Nehme ich diese beiden. Lass mal kurz durchgehen. Also, wenn ich diese beiden hier habe, komme ich von da nach da. Wunderbar. Wenn ich diesen hier habe, komme ich von da nach da, ganz großartig. Und von hier und hier komme ich da hoch. Toll, bin ich beim Roten angekommen. Das Gleiche funktioniert beim Grünen auch. Die beiden hatte ich schon, dann komme ich hier und dann komme ich zum grünen Knoten. Ich habe also jetzt gezeigt, dass der rote Baum eine echte Erweiterung des grünen Baums ist, indem ich nur vier Knoten überprüfen musste. Wir sind wieder bei Log N. Und man fragt dann den Dienst einfach, hallo, ich habe den alten Knoten, ich habe den alten Knoten hier, ich habe einen neuen Knoten da, gib mir mal die Zwischenschritte. Die zweite Art von Beweis, die ich brauche, ist der sogenannte Existenzbeweis. Ich fange also an mit, ich habe meinen aktuellen Zustand und jemand sagt mir, übrigens, mein Datensatz ist da unten drin, du musst mal gucken, ob dieser Knoten wirklich im Baum drin ist. Welche Zwischenknoten brauche ich dann? Ja, ich komme von hier nach da, ich komme von hier nach da und von hier komme ich da hoch zu dem, wo ich hin wollte. Auch wieder nur Log-N-Knoten. Das habe ich jetzt gebaut. Eine Entwicklungsversion davon ist online. Sie generiert schon fröhlich Zeitstempel. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Wir sind gerade bei Zeitstempel Nummer 5.600.000. Ich zeige gleich, warum das so aussieht. Der Code, den habe ich heute Nachmittag online geschaltet, der ist noch nicht ganz vollständig überprüfungs-, also das User-Interface zur Überprüfung ist noch nicht fertig. Aber die Zeitstempel werden generiert. Und man kann schon stempeln. Der Trick, den ich jetzt verwende, um dafür zu sorgen, dass das performant ist, und offline verifizierbar und man mir nicht vertrauen muss. Okay, mir nicht vertrauen, das haben wir gerade schon gehabt. Das waren die Konsistenz- und Existenzbeweise. Ist, dass ich, wie heißt das im Telefonjargon so schön, Shared Cost, dass ich den Baum aufteile in der Mitte. Ich mache zwei Bäume. Ich fange einmal hier ein Intervall von zum Beispiel 5 Sekunden, 3 bis 5 Sekunden, was auch immer, kann man einstellen. Es gibt also mehrere Intervalle. Alle 3 Sekunden fängt ein neues Intervall an. Alle Anfragen, die während dieses Intervalls reinkommen, baue ich in einen unteren Merkle-Tree. Und von dort gehe ich dann hoch auf die nächste Ebene.
sodass jedes Intervall nur genau ein neuer Hash hinzukommt. Manchmal ist der leer, also wie jetzt die vergangenen 5 Millionen. Aber prinzipiell haben da sehr viele neue Hashes drin Platz. Es ist tatsächlich der gleiche Trick, den OpenTimestamp verwendet, bloß dass ich mir die Blockchain spare. Da drin haben dann sehr viele Hashes Platz. Und dann baue ich da drüben den normalen Merkle-Tree auf mit dem jeweils aktuellen obersten Hash, der auf der Webseite jeweils veröffentlicht wird und den man dann auch über einen Websocket zum Beispiel kriegt. Man kann jetzt das System monitoren und mir nachweisen, wenn ich mich daneben nehme, beziehungsweise den Betreiber. Also mein Ziel wäre es natürlich, dass das irgendjemand betreibt, der nicht ich bin, zum Beispiel der Bund oder irgendeine NGO, wenn wir da nur eine kennen würden. Wie gesagt, kein Vertrauen nötig, dass die nicht lügen. Wenn jetzt jemand einen Zeitstempel beantragt, dann fängt er halt da unten an, also dann ist er halt Teil des Intervalls, kriegt also hier unten sein Datum rein und kriegt noch diese anderen Punkte mit. Das sind von denen wir eben schon gesehen haben, dass man mit denen einen Existenzbeweis führen kann, so dass die Ausgabe des Zeitstempels, wenn man einen Zeitstempel anfragt, diese grünen Punkte und das aktuelle Intervall oben sind. Das reicht, um, wenn man dieses Intervall kennt, wenn man weiß, dass dieses Intervall in dem Kopf enthalten ist, um zu beweisen, dass das Datum in dem gesamten Baum enthalten ist. Der Offline-Trick ist jetzt, dass ich halt diese hier beschränke und quasi zum neuen Anker erkläre. Also man kann den Kopf als Anker verwenden. Das ist auch das, was, also das ist halt die Kategorie in die Zeitung abdrucken. Wenn ich aber vorhersehe, keine Ahnung, ich möchte Impfpässe verifizieren, dann lade ich mir einfach täglich sämtliche neuen Hashes dieser Zwischenebene runter. Sind halt nicht so viele, 300 Megabyte pro Jahr ungefähr. Und kann dann sämtliche Zeitstempel, die innerhalb dieses Zeitbereichs sind, offline verifizieren, ohne nochmal den Dienst fragen zu müssen. Genau, also Monitoring ist ein wichtiger Punkt. Das gibt es mittlerweile ja auch bei anderen Systemen. Certificate Transparency ist ja unter anderem deswegen erfunden worden. Thaler, GNU-Thaler, eine Kryptowährung, verwendet auch so ein System. Der Zeitstempeldienst hat einfach einen Socket, da kann man drauf lauschen und dann kommen immer so wupp, 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 kommen halt die aktuellen Intervalle raus und dann kann man überprüfen, dass er nicht gelogen hat. Kann das dann anderen Leuten gegenüber bestätigen oder, keine Ahnung, kann hoffen, dass sich der Zeitstempel daneben benimmt und man das an die große Glocke hängen kann. Also ich hoffe mal, das ist die Hauptmotivation. Und es geht halt live, also kann man live beobachten. Und man kann auf diese Art auch einen kompletten Mirror erstellen. Mit dem Mirror kann man dann später auch, wenn der Betreiber Konkurs geht, offline geht, was auch immer verschwindet, weiter Verifikation stattfinden lassen. Genau, completes Mirroring. Was ich mir dann auch noch überlegt habe, moderne Webentwicklung. Wir können, ich rendere das auch einfach auf dem Server. Warum ich den Screenshot von Lutz Donnerhackes ewiges Logfile vorhin aus dem Internet-Archive nehmen musste, war, dass das nicht im HTML gerendert war, sondern es war ein eingebundenes Bild. Das war nicht in der aktuellen Version enthalten. Während ich bei dieser Implementierung den Hash mit ins HTML rendere, das heißt, der Google Cache, Internet-Archive, all diese agieren quasi standardmäßig, ohne dass ich irgendwas tun muss, als Anker. Ich brauche mir nicht mal die Mühe machen, das in die Zeitung abzudrucken, weil Leute können das einfach aus dem Internet-Archive abrufen. Und dann hoffen, dass das Internet-Archive es zwischendurch nicht verändert hat, aber das ist dann also wenn es jemandem wichtig ist, dann kann er es nochmal unabhängig davon machen. Kann man das? Naja. Von hier vorne kann ich es lesen. Implementiert in Python. Ich habe gedacht, so ein schönes Zeitstempelformat, eine Sache, die mich bei OpenTimestamp nämlich auch nicht so schön fand, war, dass die Timestamps eine Datei sind, eine externe Datei, die man runterlädt, ist, dass mein Zeitstempel einfach ein URL ist. Da ist dann alles im URL drin kodiert und konventionell führt dann dieser URL auch einfach auf eine Webseite, die gleich die Verifikation erlaubt.
Deswegen Server-Side-Rendering, die Timestamps sind Ults. Die API ist so implementiert, dass man sie in JSON ansprechen kann, damit moderne JavaScript-Entwickler damit zufrieden sind. Oder in Cbor, wenn man aus einer anderen Sprache kommt und mit Binärobjekten umgehen kann. Die Intervalle kommen mit einer konstanten Rate raus. Und soweit ich jetzt erkennen kann, gibt es keinen Grund, warum da nicht wirklich viele tausend Timestamps pro Intervall bei rausfallen sollten. Ich habe mir zum Vorbild genommen, Let's Encrypt hat einmal geschrieben, dass sie wirklich viele Zertifikate neu ausgestellt haben, als es da irgendeine Umstellung gab und waren sie irgendwie bei 4000 pro Sekunde. Das macht es hier. Mit einem Problem. Ich habe irgendwann mal, ich hatte mein Development-Dings einmal neu gestartet. Ich wollte irgendeinen Bug lösen, habe also alle Caches geleert und neu gestartet. Ich wollte Speicher sparen. Den Merkle-Tree speichere ich tatsächlich nicht komplett in der Datenbank, sondern nur die Intervall-Hashes, wie halt ein Mörder das auch nur tun müsste. Die Zwischenknoten kann man ja on-demand neu berechnen. Die tue ich dann in einen Redis-Cache und brauche sie dann auch nicht ein zweites Mal berechnen. Und das war das, was ich gelernt habe, nachdem ich es debuggt habe. Weil was ich erst gesehen habe, war, dass statt alle 3 Sekunden ein Intervall, alle 4 Stunden eins rauskam. Der Redis-Cache war halt leer. Das heißt, es hat alle Intervalle ständig, also alle Zwischenschritte neu berechnen müssen für jeden einzelnen Schritt. Und das hat dann ordentlich CPU-Last erfordert. Das sieht man dann halt erst, wenn man da 2 Millionen Dinge reingetan hat. Das habe ich dann in meiner Testumgebung auch mal gemacht und dann konnte ich es debuggen. Das heißt, eine der Veränderungen, die noch ansteht, ist, die inneren Knoten auch in der Datenbank zu speichern. Das wollte ich ursprünglich nicht tun, aber naja. Was ich gelernt habe, ich dachte mir, Cbor, hey, Concise Binary Object Representation, ist viel besser als JSON, kann Binärdaten, kann Bytes, hat eine kanonische Repräsentation, die man einfach hashen kann, um dann einen kanonischen Hash zu haben und habe dann gelernt, dass es 3 kanonische Cbor-Repräsentationen gibt, weil es erst einen RFC gab, den man auf 2 verschiedene Arten lesen konnte. Also der RFC definiert eine kanonische Repräsentation, die wirklich jedes Cbor-Objekt in genau eine Bytefolge abbilden soll. Und da gibt es Leute, die den Satz andersrum lesen, dann kommt eine andere Bytefolge bei raus. Das haben dann die Autoren fixen wollen und es gibt einen neuen RFC mit einer anderen Beschreibung, die auf eine dritte Art gelesen werden kann. Von daher kommen wir jetzt auf 3 verschiedene Repräsentationen. Ich habe jetzt einfach spezifiziert, welche davon es ist. Genau. Verifikation habe ich unvollständig implementiert. Eine Frage, die ich mir dabei gestellt habe, bei einem externen JSON-Format, das sieht schon fast so aus wie so ein JSON-Web-Token, kann man das irgendwie kompatibel machen? Ich habe da noch keine richtige Antwort drauf gefunden. Und wieder in der Kategorie Probleme, an die man nicht gedacht hätte, wenn man nicht dran gedacht hätte. Kosmische Strahlung ist ein Problem. Zumindest wenn man groß genug ist wie Google oder wenn man Dinge macht, die irreversibel sind. Hier ist ein Tweet von Philipp Valsorda, der auf eine Diskussion in der Google Group verweist. Eines der Certificate Transparency Logs von Google ist mittlerweile abgeschaltet, weil es sich nicht mehr verifizieren ließ. In dieser Überprüfung, wir haben ja gesagt, man kann ja von draußen auf angucken, ob der Betreiber lügt und Dinge rückwirkend ändert und plötzlich stimmten die Hashe nicht mehr. Und dann haben sie halt versucht zu debuggen, also da war kein böser Wille bei, es ist irgendwie alles okay. Aber es stellte sich heraus, dass einer der Hashe während der Berechnung offensichtlich einen Bitflip erfahren hat, dass ein Bit anders war und deswegen der Folge-Hash anders war, deswegen der Folge-Folge und ab da war es dann darum geschehen. Das Log haben sie dann abschalten müssen. Und das Problem lässt sich auch nicht so richtig gut verhindern. Es ist einer der wenigen Punkte, der in einem richtigen Blockchain-System tatsächlich völlig problemlos funktioniert. Also ich hatte, wie gesagt, viele Diskussionen mit Vertretern, die mir erzählen wollten, dass das alles ganz toll war. Noch nie hat jemand diesen Punkt gebracht. Da bin ich allein drauf. Habe ich allein drauf kommen müssen. Ein Blockchain-System ist Kraft seiner Konstruktion tatsächlich immun gegen kosmische Strahlung. Kosmische Strahlungseffekte treten immer nur auf einzelnen Knoten einzeln zufällig auf. Und alle anderen Knoten würden diesen dann als Fehlverhalten interpretieren und einfach nicht mit übernehmen. Das ist das Einzige, was im
besser funktioniert als in einer normalen zentralisierten Datenbank. Wir müssen also, wenn wir das tatsächlich auf einem Server implementieren, irgendwie absichtlich oder explizite Gegenmaßnahmen ergreifen. Zweimal hashen, also auf zwei verschiedenen Prozessoren, in zwei verschiedenen Programmiersprachen oder so und dann hoffen, dass der RAM dazwischen oder ja, irgendwie so. Offenes Problem. Damit komme ich genau nach Plan, nach meinem Plan zumindest, zum Ende. Und nehme Fragen. Ich habe mitgekriegt, es gibt kein Saalmikrofon. Doch? Ah, es gibt ein Standmikrofon. Naja. Dann trinke ich erstmal was. Der Herr in Grau. Du hast ja schon deine Meinung zu Proof of Work Blockchains jetzt geäußert. Mich würde mal interessieren, was deine Meinung zu Proof of Space oder Proof of Stake Blockchains ist. Genau, die Frage geht jetzt in Richtung Proof of Work Blockchains versus Proof of was auch immer. Ich verweise dazu auf meinen Vortrag auf dem RC3. Proof of Space zum Beispiel hat irgendwie bisher nur dazu geführt, dass man den Stromverbrauch durch Siliziumverbrauch ersetzt. Es hat dann sehr schnell dazu geführt, dass Provider wie Hetzner zum Beispiel explizit verbieten, diese Dinge einzusetzen, weil man mit Chia hieß es, glaube ich, irgendwie eine SSD in 5 Monaten durchgespielt kriegt. Und dann ersetzt man halt das Energieproblem oder augmentiert man das Energieproblem durch ein, wir müssen jetzt mehr Silizium herstellen, Problem, Elektroschrottproblem. Proof of Stake ist so eine Kategorie, der Teufel scheißt auf den größten Haufen. Also konstruktionsbedingt ist es im Wesentlichen Proof of Authority. Das heißt, jemand sagt, Kraft meiner Wassersuppe, das wäre ein völlig akzeptables System, wenn es ernst gemeint wäre. Also wenn Leute sich bewusst wären, dass sie in einem Proof of Authority-System arbeiten, wo es ein Gremium gibt von 5 Leuten und 4 davon müssen zustimmen und dann ist es okay. Das versucht man halt zu umgehen, indem man sagt, naja, es ist ein Gremium von den Leuten, die am meisten Geld haben. Und die kriegen dann eine Belohnung dafür, dass sie das Geld haben. Finde ich unpraktisch und hat halt diese Dynamik, dass es mit der Zeit dazu führt, dass die Leute, die bereits was eingesetzt haben, halt noch mehr kriegen und die Sache mit der Verteilung relativ schnell ein Ende nimmt. Gut, das sieht jetzt, da ist noch ein Herr in Schwarz. Ja, habe ich es richtig verstanden, dass der fundamentale Unterschied zwischen einer Hash-Chain und einer Blockchain? Also die Frage war, der Unterschied zwischen einer Hash-Chain und einer Blockchain, so habe ich es gerade definiert, also dass es der konzeptionelle Unterschied ist, der Konsensalgorithmus. Bei einer Hash-Chain ist es in der Regel nicht definiert. Es gibt viele verschiedene Hash-Chains. Es gibt, da erinnert sich auch wieder keiner dran, S-Key war ein One-Time-Passwort-Verfahren, das auch wiederholte Hashes einsetzt. Ich muss aber irgendwie den letzten Hash finden. Also ich brauche eine vertrauenswürdige Autorität, eine Zeitung, aus der ich den letzten Hash entnehmen kann, um von dort rückwärts zu rechnen. Und da hat halt irgendjemand die Anzeige geschaltet in der New York Times. Wir hoffen, dass es der richtige war. Während die Blockchain-Systeme, also zumindest das Bitcoin-Whitepaper war ja so dieser große Durchbruch für die byzantinische Fehlertoleranz, einen Algorithmus definieren, man braucht ein Proof of irgendwas und dann wird der Konsens dadurch gefunden, dass ich die längste Blockchain finde. Also der Kerntrick bei einer Blockchain ist, dass das Konsens ist, was den längsten hat, mit der Nebenbedingung, dass es irgendwie aufwendig sein muss, das längste zu erzeugen. Und dann entstehen Effekte, dass Leute, also es gibt so einen selbstverstärkenden Effekt, dass die Leute nicht betrügen werden, weil wenn die anderen Knoten übernehmen ihren Betrug nicht, das heißt, der bleibt dann da so irgendwie als Stummelchen übrig und es routet quasi drumherum und woanders entsteht eine längste Blockchain. Dadurch funktioniert der Konsensalgorithmus, den ich mir komplett spare.
Frage ist so richtig ganz spannend, kann ich mir nicht. Ja, es ist korrekt. Der Konsens ist, es ist alles, wird alles eingetragen, was eingetragen ist. Und alles, was eingetragen ist, kann nicht mehr entfernt werden. Der Betreiber, das habe ich tatsächlich, das stimmt, das habe ich unterschlagen, der Betreiber könnte sich weigern, etwas einzutragen. Das ist okay, da machen wir dann einen Markt draus. Muss jemand anders einen Timestamp anbieten, der sich... Das hängt ja davon ab, dass irgendwelche Dritten quasi bestätigen, dass das gemacht wurde. Naja, sie... Genau. Das heißt, verlässt sich darauf, dass da Dritte auch wieder mit reingucken? Die Frage ist, ich verlasse mich darauf, dass Dritte reingucken? Ja. Die Sicherheit besteht darin, dass das möglich ist und mit einem hohen Entdeckungsrisiko verbunden ist, wenn man dran rumfummelt. Jetzt mal, wie gesagt, dadurch, dass es einfach im Internet-Archive drin ist, ohne dass ich was anderes machen muss, habe ich halt schon mindestens eine weitere Partei. So, jetzt noch mal das Karashörnchen. Entschuldigung, noch mal. Die Frage ist nach dem Hash-Algorithmus. Ich habe SHA-3 definiert. Genau. Und zwar, also die Frage ist nach den internen, nach den Hashes für die internen Nodes. Tatsächlich habe ich dafür die Konvention aus, RFC 9162 verwendet. Da steht drin, wie man Hashes für Leaf Node und für interne Nodes macht. So, zum Ende springen. Gut. Okay, dann...